Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Web-Talk. Heute zum Thema Teilnehmendenorientierung in der Erwachsenenbildung. Mein Name ist Martina Süßmeier und ich darf Sie im Namen von CONEDU bzw. vom Portal Erwachsenenbildung.at ganz herzlich zu dieser Veranstaltung begrüßen. Und an dieser Stelle auch vielen Dank an unseren Fördergeber, dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Vor dem Start habe ich noch ein paar kleine organisatorische Hinweise. Dieser Webtalk wird aufgezeichnet und im Nachgang veröffentlicht. Und dieser Aufzeichnung haben Sie mit Ihrer Anmeldung aber bereits zugestimmt. Während der Diskussion schalten Sie sich bitte stumm, damit wir Störgeräusche vermeiden können und uns gut auf die Diskussion einlassen können. Wenn Sie eine Wortmeldung abgeben möchten, dann nutzen Sie bitte die Funktion Handheben in Zoom und die Moderation wird Sie dann darum bitten, Ihre Stummschaltung aufzuheben. Wenn Sie eine Teilnahmebestätigung für diesen Webtalk gerne haben möchten, dann nehmen Sie bitte mit Ihrem vollständigen Namen teil, dass wir Sie zuordnen können und bleiben Sie bitte bis zum Ende der Veranstaltung bei uns. Das war's kurz und knackig zum Organisatorischen. Und ich darf nun das Wort an unsere Moderatorin weitergeben, an Bianca Friesenbichler, bitte. Vielen Dank, Martina. Hallo, schönen guten Abend und herzlich willkommen auch von mir. Orientierung an den Teilnehmenden, Teilnehmendenorientierung, die Lernenden in den Mittelpunkt von Bildungsprozessen stellen, auch das Thema Selbststeuerung des Lernens, das alles sind Begriffe, die im Prinzip so das Kernverständnis oder das Herzstück von Erwachsenenbildung ausdrücken. Also während in der Schulbildung bis heute eigentlich es einen Bildungskanon gibt, der bestimmt, welche Inhalte die Kinder oder die Jugendlichen lernen, sind in der Erwachsenenbildung eigentlich, orientiert sich die Erwachsenenbildung eigentlich in erster Linie an den Teilnehmenden. Und das war für uns Grund, um die 50. Ausgabe der Zeitschrift Magazin Erwachsenenbildung.at, also eine Jubiläumsausgabe, sich in dieser Ausgabe diesem Thema zu widmen, dem Thema Teilnehmendenorientierung. Und das ist jetzt auch mit dem Grund, warum es zu diesem Webtalk gekommen ist. Also für alle, die das Magazin nicht kennen, es ist eine Open Access Fachzeitschrift für Erwachsenenbildung, die dreimal im Jahr erscheint seit 2007. Und eben im November 2023 ist diese 50. Ausgabe erschienen und für Sie online nach wie vor verfügbar. Und in diesem Magazin gibt es verschiedene Zugänge zu diesem Thema, also verschiedene Artikel aus Theorie, aus Praxis zu dem Thema Teilnehmendenorientierung. Und heute sind wir dazu da, um dieses Thema in einer Diskussion beziehungsweise in einem Gesprächsformat zu vertiefen. Dazu haben wir zwei Expertinnen eingeladen. Das ist die Angelika Rubisch, also Basisbildnerin an den Wiener Volkshochschulen, der ja, also ein Bereich, der ja, oder überhaupt die Volkshochschulen auch eine Einrichtung, die eine sehr lange Tradition zum Thema Teilnehmendenorientierung hat. Und dann auch Dennis Walter, Direktor des Bundesinstituts für Erwachsenenbildung, der sich in seiner Dissertation auch theoretisch mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Die beiden werden dazu sprechen, aber nicht nur die beiden. Der geschätzte Teilnehmende, ich würde auch Sie einladen, sich ganz aktiv in das Thema einzubringen, wo Sie Fragen haben, stellen Sie Fragen. Wenn Sie Anregungen, Statements, Erfahrungen aus Ihrer Praxis haben, lade ich Sie sehr herzlich ein. Posten Sie das im Chat oder eben nutzen Sie die Funktion Reaktion, Handzeichen heben in Zoom, damit Sie sich auch gerne wörtlich melden können. Ich werde versuchen, niemanden zu übersehen, beziehungsweise habe ich auch Assistenz, die für mich auch im Hintergrund den Chat beobachten und mich darauf hinweisen, wenn da Inhalte kommen oder ich vielleicht jemanden übersehe, der oder die die Hand hebt und gerne etwas beitragen möchte. Ja, in diesem Sinne darf ich Angelika und Dennis, darf ich euch bitten, euch selber vorzustellen, noch ein bisschen näher. Ja, Ladies first, hätte ich gesagt. Alphabetisch, ja. Ja, ganz kurz nur, um vielleicht auch meinen Hintergrund fürs heutige Gespräch nochmal zu erklären. Angelika Rubisch, eben schon gesagt, von den Wiener Volkshochschulen. Dort arbeite ich seit dem Ende der 90er Jahre als Basisbildnerin und
bin dorthin gekommen schon während meines Studiums. Ich habe ein Lehramtsstudium gemacht, bin also keine Bildungswissenschaftlerin in dem Sinn für Deutsch und Französisch mit einem Schwerpunkt auf Deutsch als Fremd- und Zweitsprache und habe dann eben so wie viele schon während meines Studiums begonnen, ein paar Stunden an der VHS einen Kurs zu übernehmen und bin sozusagen auch so wie viele in der Erwachsenenbildung da hängen geblieben, ohne unmittelbar als Erwachsenenbildnerin zunächst eine Erstausbildung mitzubringen. Und genau, so lang bin ich schon da. Ein zweites Standbein von mir war lange das Integrationshaus. Also das ist so mein zweiter Erfahrungshorizont, Volkshochschule und Unterricht oder Arbeit in Non-Profit, Non-Governmental Einrichtungen. Ich übergebe Dennis an dich. Danke. Ja, Dennis Walter, vorab entschuldige ich mich, falls meine Stimme ein bisschen schwächeln sollte, über den Nachmittag. Die ist ein bisschen beleidigt, aber ich glaube, das kriegen wir gut hin. Zu meinem Hintergrund in aller Kürze. Ich habe vor langer, langer Zeit mal in Münster in Deutschland Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung studiert, habe dort dann auch meine Promotionsphase begonnen. Es hat dann ein bisschen länger gedauert als geplant, habe das ganze Unterfangen dann letztes Jahr circa vor, ziemlich genau vor einem Jahr abgeschlossen, eben in einer Dissertationsschrift zum Thema Teilnehmendenorientierung. Bin seit April 2022 Direktor hier am Bundesinstitut für Erwachsenenbildung. Davor bin ich in die österreichische Erwachsenenbildung gekommen. Die Adresse war die Volkshochschule in Salzburg, war da zunächst als Fachbereichsleitung, unter anderem auch für den zweiten Bildungsweg mit der Basisbildung. Habe ein bisschen kursleitenden Erfahrungen, nicht in der Basisbildung, aber in IB-Maßnahmen wie den Brückenkursen oder den erwachsenengerechten Pflichtschulabschlüssen. Und was ich sonst noch mache, ich habe immer mal wieder eine Lehrveranstaltung, zum Beispiel an der Universität in Klagenfurt. Streife natürlich auch das Thema. Und ja, ich freue mich, heute hier zu sein und mit euch zu diskutieren. Vielen Dank. Bevor wir direkt jetzt in die Diskussion einsteigen, hätte ich Sie, liebe Teilnehmende, eine Frage. Wir haben dazu ein Padlet vorbereitet, weil im Chat wird sowas gleich mal recht unübersichtlich, wenn es offene Antworten sind. Und zwar, in welchem Bereich sind Sie beruflich tätig und in welcher Form berührt Sie das Thema Teilnehmendenorientierung in dieser Tätigkeit? Also vielleicht, Martina, würdest du den Link vielleicht in den Chat posten zum Padlet? Vielleicht möchten Sie sich da beteiligen und ein bisschen was über Ihre Anknüpfungs- und Berührungspunkte mit dem Thema Teilnehmendenorientierung schreiben. Schon die ganzen Begriffe. Das Planung, Hochschuldidaktik, Lehrkräftefortbildung, als Dissertationsthema. Spannend. Ich lasse Ihnen noch ein wenig Zeit, es kommt Ihnen mehr dazu. Ich erwarte von Teilen noch ein Wunschkonzept. Ich sehe, einige von Ihnen sind in der Programmplanung, Kursplanung, in der Entwicklung von Bildungsangeboten tätig und haben da schon mit dem Thema Teilnehmendenorientierung zu tun. Da gibt es noch einige, die sich verstecken. Beziehungsweise einige Karten, die sich überlappen. Einige Kursleiterinnen, die auch zum Thema Teilnehmendenorientierung und Curricula arbeiten oder lehren.
Weitere Bildungsmanagerinnen, die die Bildungsangebote planen, oder vielleicht Lehrende, die Angebote planen. Und Lehrenden. Basisbildnerinnen, Basisbildungsangebote für Jugendliche, Lehrkräftefortbildungen. Gewerkschaftsseminare, Fortbildungen. Gut, jetzt kommt soweit nichts mehr dazu. Das heißt, die meisten von Ihnen haben so in der Lehre, in der Planung von Lehre, von Bildungsmaßnahmen, beziehungsweise auch in der Programmplanung mit dem Thema zu tun oder wurden damit schon konfrontiert. Gut, also die wissenschaftliche Diskussion zur Teilnehmendenorientierung, die gibt es ja schon länger, aber sie wurde, ich habe es da, kann es Ihnen kurz zeigen, wurde 1980 ja in einem Buch mit dem Titel Teilnehmerorientierung und Selbststeuerung in der Erwachsenenbildung von Gerhard Prieur, Heinrich Dauber und Hans Tietgens zusammengefasst. Darin werden so verschiedene Zugänge, wie Teilnehmendenorientierung gefasst werden kann, zusammengetragen. Und das Spannende ist ja, dieses Buch wurde dann in der Folge eigentlich sehr, sehr viel im Diskurs ja, wieder referiert oder referenziert. Ja, es wird viel darauf referenziert. Dennis, kannst du für uns dieses Konzept ein wenig vorstellen oder damit wir so einen gemeinsamen Begriff von Teilnehmendenorientierung haben? Also wie haben denn die Autoren damals Teilnehmendenorientierung gefasst und vor allem auch, was war damals so neu, so besonders, dass dieses Buch dann, beziehungsweise das Prinzip Teilnehmendenorientierung in der Folge im Diskurs der Erwachsenenbildung immer wieder aufgegriffen wurde? Gerne, danke für die Einstiegsfrage. Ich würde ganz gerne beginnen, um so ein Stück weit den begriffsgeschichtlichen Kontext auch darzustellen. Du hast es, glaube ich, im Nebensatz schon ganz kurz mal angeteasert. Die Grundgedanken der teilnehmenden Orientierung, die gibt es ein Stück weit länger als diesen Band von 1980. Die gehen mal mindestens zurück bis in die 1920er Jahre der Weimarer Zeit. Zwei wichtige Namen im Kontext, die man immer wieder hört oder liest, sind auf der einen Seite Alfred Mann. Das war der damalige Direktor der VHS in Breslau. Der hat sich damals auch schon ausgesprochen für eine sogenannte Didaktik vom Ich-Gesichtswinkel der Teilnehmenden her. Und der andere sehr häufig fallende Name ist Eduard Weitsch, damaliger Direktor der Heimvolkshochschule Dreißigacker. Der hat sich stark gemacht für einen Erfahrungsaustausch unter Gleichberechtigten, ja auch mit Blick auf die Rolle der Lehrenden und Lernenden. Das mag heute maximal banal klingen, wenn man jetzt aber 100 Jahre in die Vergangenheit geht, dann glaube ich, kann man schon annehmen, dass das relativ progressives Gedankengut damals war. Eingeführt wirklich als Begriff in den Diskurs wurde die Teilnehmendenorientierung dann 1971 von Hans Tietgens und Johannes Weinberg in ihrem Band Erwachsene im Feld des Lehrens und Lernens. Ja, und dann dauerte es fast noch mal 10 Jahre eben bis zu dem dir gerade auch so nett gezeigten Band von Brilleur, Dauber, Tietgens, bis eigentlich ja die Diskussion, das muss man fast leider sagen, schon ihren Höhepunkt dann wieder erreichte. Man kann also als erste Antwort, bevor ich dann ins Detail gehe, sagen, der Grundgedanke an sich, der war eigentlich gar nicht so neu. Neu war aber die teilnehmende Orientierung als die zentrale Leitkategorie für Erwachsenenbildungsarbeit zu konfigurieren. Ja, und auch mit Hilfe Teilnehmerorientierung so ein bisschen Mittel zum Zweck, die eigene Eigenständigkeit herauszuschälen, immer auch in direkter Abgrenzung zur Schule. Man kann also sagen, Teilnehmerorientierung diente nicht nur als didaktisches Prinzip, was die unterrichtliche Ebene betrifft, sondern auch immer schon ein Stück weit ja als Legitimation von Erwachsenenbildung überhaupt und schließlich auch zur eigenen Profilschärfung gegenüber der eigenen Klientel. Zu diesem Band von Brilleur, Dauber, Tietgens kann man sagen, das ist eigentlich bis heute so der umfassendste Versuch einer wirklich theoretisch tiefergreifenden inhaltlichen Auseinandersetzung mit der teilnehmenden Orientierung.
ist meines Erachtens insbesondere zurückzuführen auf die Aufsätze von Brilleur und Tietgens. Der Dauberaufsatz meines Wissens wurde wenig bis gar nicht rezipiert in weiterer Folge. Ja, was sind jetzt die Kernaussagen? Was sagen dann der Herr Brilleur und der Herr Tietgens? Bei Brilleur ist das ein bisschen schwieriger. Ist ein wirklich umfassender Aufsatz, hat knapp 100 Seiten. Und was er eigentlich leistet, der Herr Brilleur, und er sagt das auch ganz zu Beginn, ganz dezidiert, also diese Gedanken, die er da in weiterer Folge zu einem Modell entfaltet, die stammen gar nicht mal alle von ihm, aber er ist der Erste, der das eigentlich zu einem, ja, Modell pointiert zusammenfasst und auch in einer Kompaktheit, aber auch in einer Diskussionstiefe. Das war eigentlich so das Neue. Also man könnte eigentlich sagen, so ein bisschen theorie-architektonische Grundlagenarbeit da geleistet. Und er entfaltet dann eben ein Modell von Teilnehmerorientierung entlang von sechs zentralen Aspekten, die ich wirklich an der Stelle nur absolut anreißen möchte. Ich kann wirklich jedem die Lektüre da ans Herz legen. Das ist sehr, sehr lehrreich, was man da lesen kann. Was sagt er nun? Sechs Aspekte. Der erste ist der Zielaspekt. Also er sagt so ganz grob, auch mit Blick auf ein humanistisches Bildungsideal, dass eine teilnehmendenorientierte Erwachsenenbildung die Entwicklung der Subjekte zu größerer Freiheit und Selbstbestimmung anstrebt. Ja, noch sehr idealisierend und ein bisschen romantisch. Dann der zweite Aspekt ist der sogenannte subjektive Bedienungsaspekt. Ganz klassisch die Berücksichtigung der Teilnehmenden und das, was sie alles so mitbringen in einen Unterricht oder in einer Kurssituation. Also ihre subjektiven Lerninteressen, Motivationen, Ziele und das aber mit Fokussierung in Richtung einer Selbstbestimmung des Lernens. Dann der Inhaltsaspekt. Du hast es eh schon gesagt, ja, in der Schule wird, ich weiß nicht, vermeintlich, aber wahrscheinlich stärker an Curricula ausgerichtet oder an einem gewissen Bildungskanon. In der teilnehmenden Erwachsenenbildung ist es eher so, dass Lerninhalte hinsichtlich der personalen Relevanz abgeleitet werden. Es gibt dieses schöne Zitat von Herrn Robinson aus den 70er Jahren, ja, Bildung ist Ausstattung zur Bewältigung von Lebenssituationen. Das passt ganz gut dazu. Der vierte Aspekt ist der Methodenaspekt, den finde ich sehr spannend. Dort beschreibt er, dass man nicht Methoden a priori einteilen kann in teilnehmerorientierte Methoden und nicht teilnehmerorientierte Methoden, sondern der Methodeneinsatz muss sich von den Subjekten her begründen lassen. Mit anderen Worten, ein Vortrag, ja, ein monologartiger Vortrag kann unter den richtigen Vorzeichen durchaus teilnehmerorientiert sein. Eine aktivierende Gruppenarbeit kann genauso nicht teilnehmerorientiert sein. Der fünfte Aspekt ist der sogenannte Beziehungsaspekt. Da sensibilisiert er, und auch das war relativ progressiv für Anfang der 1980er Jahre, da sensibilisiert er für die sozioemotionalen Aspekte von Lehren und Lernen. Und spricht sich für repressionsfreie Beziehungen aus zwischen Lehrenden und Lernenden. Und schließlich der sechste Aspekt ist der institutionelle oder der objektive Aspekt. Und da reflektiert er so ein Stück weit, inwieweit lässt sich sowas wie Teilnehmendenorientierung überhaupt in institutionellen Settings, auch im Sinne, die Institution ist Stellvertreter für die gesellschaftlichen Bedarfe und Erwartungen an Bildung und Erwachsenenbildung, inwiefern lässt sich da Teilnehmendenorientierung überhaupt realisieren? Und seine Antwort ist ganz salopp gesagt, naja, im Zweifelsfall positioniert sich eine teilnehmendenorientierte Erwachsenenbildung auf der Seite des Subjekts und weniger auf der Seite der Gesellschaft. Wie kann man das zusammenfassen? Eigentlich für Brilleur ist Teilnehmendenorientierung so die zentrale didaktische Kategorie der Erwachsenenbildung. Kommen wir zu Tietgens. Ist sehr spannend. Es ist, meine Lesart ist so ein bisschen, dass er fast schon eine Gegenposition bezieht. Oder wenn man es ein bisschen schwächer formulieren würde, eigentlich ja eine Art komplementäres Modell zu Brilleur. Denn er geht eigentlich genau andersrum hervor. Er entfaltet teilnehmende Orientierung von den pädagogischen Akteurinnen und Akteuren her. Und insbesondere auch von ihren Planungshandlungen. Was sagt er jetzt genau? Teilnehmende Orientierung ist für Tietgens, ja, heute würde man sagen, eine didaktische Analyse. Er hat es damals formuliert als antizipatorische Planung. Das heißt, Kursleitende versuchen vor Kursbeginn bei der Konzeption ihres Kurses zu antizipieren, mit welchen Bedürfnissen, Motivationen etc. kommen denn zukünftige Teilnehmende in meine Veranstaltung und wollen etwas lernen. So weit, so gut. Das ist noch wenig überraschend. Die vermeintlich paradoxe Besonderheit ist dann, dass er eigentlich sagt, im Zentrum einer gelingenden Teilnehmendenorientierung steht eine sehr starke Sachorientierung. Also die Ausrichtung wiederum an den
Er beschreibt das ganz nett an den inhärenten Sachstrukturen oder Sachgesetzlichkeiten der Lerninhalte. Und er hat da eine wunderbare Formulierung, die werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Er sagt, es kann nicht an Lerngegenständen vorbeigelernt werden, sondern immer nur durch sie hindurch. Und daraus zieht er so eine Doppelrolle oder leitet er eine Doppelrolle eigentlich für Erwachsenenbildner und Erwachsenenbildnerinnen ab. Auch da ein wunderbares Zitat. Sie sind Treuhänder auf der einen Seite der Teilnehmer, aber auch gleichzeitig Sachwalter des zu lernen Vereinbarten. Und wenn man Tietgen so auf den Punkt bringen möchte, glaube ich, könnte man am besten sagen, er spricht sich eigentlich dafür aus, dass das bildlich gesprochen das didaktische Zepter mehr in der Hand der Pädagogen und Pädagoginnen bleibt. Gleichzeitig nimmt er sie aber auch viel stärker in die Gesamtverantwortung. Das heißt, er spricht sich tendenziell eher gegen eine zu starke Selbststeuerung aus durch die Teilnehmenden, nimmt aber eben die professionellen Akteure in die Pflicht. Ein sehr praxisnahes Beispiel, das sicherlich jeder von uns nachvollziehen kann, ist, ja, Lehrende müssen beispielsweise vor unrealistischen Lernvorhaben auch warnen und dagegen steuern. Das ist ja auch so ein klassischer Begriff. Eine abschließende Bemerkung, jetzt habe ich auch genug monologisiert. Du hast anfangs gesagt, der Diskurs bezieht sich dann stark auf diese Veröffentlichung. Da würde ich zumindest differenzieren. Ich habe ja am Anfang gesagt, das ist eigentlich der Höhepunkt der Diskussion. Wenn man sich zumindest im engeren Sinne den wissenschaftlich-theoriebildenden Diskurs anguckt, dann ist das leider tatsächlich so. Also da gab es eigentlich nicht mehr viel, was nach diesem Band kam. Wenn man es ein bisschen drastischer formulieren möchte, gab es eine Art Diskussionsstopp auf der theoriebildenden Ebene. Was allerdings stimmt, alles, was stärker praxisorientierte Literatur ist, also allen voran auch sowas wie Kursleiterbroschüren, ein Stück weit Leitfäden, Ratgeberliteratur, da findet eigentlich Teilnehmerorientierung bis heute ihren Platz und ihre Erwähnung. Danke. Also wenn wir diese Erläuterungen jetzt mit dem Blick auf die Bildungspraxis ansehen, Angelika, an den Volkshochschulen ist der Teilnehmerorientierung seit jeher, würde ich sagen, sehr, sehr zentral, ein zentrales Prinzip, wahrscheinlich schon lange bevor es einen Namen überhaupt dafür gab. Kannst du uns das ein bisschen veranschaulichen? Also was bedeutet Teilnehmerorientierung für die Volkshochschulen und wie wird sie im Volkshochschulkontext gelebt? Ja, ich werde es versuchen. Jetzt haben wir da, während der Dennis geredet hat, ein paar Stichworte noch gemacht. Genau, du hast jetzt schon diese Geschichte angesprochen und auf die mag ich schon nochmal ganz kurz mich beziehen, nämlich auch als quasi die Praktikerin, die ja auch ohne diese theoretischen Begriffe da zunächst begonnen hat und da die Teilnehmendenorientierung schon auch noch einmal fast, wie es manchmal ja auch benannt wird, einfach als Haltung Bezeichnung, die ich quasi da an den Wiener Volkshochschulen mitbekommen habe und nicht nur dort. Und damit zusammenhängend, der Dennis hat ihn schon erwähnt, den Begriff ist für mich schon ganz stark dieser Begriff der Freiheit auch als Ziel letztlich, das für die Teilnehmerinnen zu erreichen gilt. Der bedeutet aber auch oder impliziert für mich aber auch diese Freiwilligkeit und da glaube ich, ist schon noch einmal wichtig, jetzt gerade auch in der aktuellen Situation, die Volkshochschulen als eine Einrichtung der allgemeinen Erwachsenenbildung auch irgendwie noch einmal zu benennen, wo in jetzt dieser Geschichte, du hast die Weimarer Republik, in Österreich sind es auch die 20er Jahre oder 30er Jahre, wo ganz viel Volksbildungsarbeit passiert ist, und wo ja schon damals auch es so war, dass in diesen Bildungseinrichtungen Personen, Lehrende und Lernende nämlich zusammengekommen sind, die vom formalen Bildungssystem ausgeschlossen waren. Also dass dieser Ausschluss von was anderem möglicherweise schon auch ein konstitutives Merkmal quasi ist und das dazu geführt hat, dass da auch gemeinsame Ziele verfolgt wurden, aber jedenfalls auch mit sich historisch immer oder lange Zeit bis zusätzliche Bildungsmaßnahmen da auch kreiert wurden, dieses gemeinsame Aushandeln von Lehrinhalten und Zielen, die damit verfolgt werden. Und insofern würde ich schon sagen, eben meinem Selbstverständnis ist es fast irgendwie eingeschrieben,
dass der Auftrag, den ich beziehe, oder jetzt suche ich das Wort, das ich mir beim Tennis mitgeschrieben habe, finde es nicht so schnell in meinen Notizen rechts. Quasi das Verhandeln über Ziele, Interessen etc. gemeinsam mit den Teilnehmerinnen automatisch passieren muss, weil die hier auch sind, um Bildung in Anspruch zu nehmen, die ihnen woanders verwehrt geblieben ist, möglicherweise. Oder heute wird man jetzt eher in der Basisbildung oder im Kontext Basisbildung den Begriff der Bildungsbenachteiligung verwenden. Genau. Genau. Und das zweite, wieder ganz klare Merkmal in der Erwachsenenbildung oder Schlagwort, das jetzt noch nicht vorgekommen ist, und dann komme ich schon, du hast mich eigentlich gefragt, wie es in der Praxis tatsächlich ist, ist Heterogenität. Das ist, glaube ich, auch einfach ein Merkmal der Erwachsenenbildung im Vergleich zur Schule, wie du eingeleitet hast. Wir haben keine homogenen oder vermeintlich homogenen Lernerinnengruppen. Und insofern ist es noch einmal auch ganz viel notwendiger als vielleicht in der Schule, wobei da auch fraglich ist, wie homogen diese Schülerinnengruppen tatsächlich sind, sich an den Teilnehmerinnen direkt zu orientieren, weil die eben so vielfach heterogen sind. Also die unterscheiden sich ja nicht nur in ihren Interessen und Vorkenntnissen und Zielen, sondern auch im Alter, in ihren sozialen Hintergründen, in ihren familiären Situationen, in ihren Lebenssituationen. Das heißt, hier quasi ein Programm zu machen, das für eine ganze Gruppe oder größere Gruppen auch passt, ist ganz schwierig. Es waren ja auch am Padlet einige, quasi, wie betrifft es mich, nämlich in der Programmplanung. Da ist Teilnehmerinnen einfach das eine Notwendigkeit, um diesen erwachsenen und ja auch selbstbestimmten Menschen gerecht zu werden. Und im Magazin ist ja auch in einigen Beiträgen quasi die Zielgruppenerreichung oder Adressatinnenerreichung ein Thema. Und da bin ich wieder bei dieser Frage nach Freiwilligkeit. Die Personen kommen ja hierher, weil sie was lernen möchten und sollen auch bleiben, und insofern müssen sie sich aufgenommen fühlen. Da ist diese Beziehungsebene, Dennis, die du schon angesprochen hast, natürlich eine ganz wichtige. Genau. Ja, jetzt habe ich deine Frage nicht gut beantwortet, oder? Weil du hast sehr konkret gefragt, wie tun wir in der Praxis, oder? Ich glaube, das war jetzt eine gute Einführung. Ich habe auch gefragt, wie sich Teilnehmendenorientierung gerade im Volkshochschulkontext zeigt. Und da glaube ich, ist eine allgemeine, also eine verstandene, es ist eine Grundhaltung, die du schon sehr früh an den Volkshochschulen einfach mitgekriegt hast, dass es ist mehr als nur ein didaktisches Prinzip sozusagen, sondern eine Frage von Haltung. Aber wenn wir jetzt weiter mal in die Praxis schauen, wie kann man sich das, also es sind ja doch jetzt einige da, die Kursleiterinnen sind oder im Angebot entwickeln und planen. Wie kann man sich das vorstellen? Also wie geht man damit zum Beispiel in der Planung um? Wie plant man Teilnehmendenorientierung? Zum Beispiel als Frage. Also ich glaube, ich meine, später wird ja vielleicht auch noch einmal Veränderung oder wie sich die Situation auch verändert hat in den letzten Jahren, ein Thema sein, weil wie plant man Teilnehmerinnenorientierung ist natürlich stark auch abhängig von den Rahmenbedingungen. Deshalb habe ich auch explizit so diese allgemeine Erwachsenenbildung angesprochen, der ja grundsätzlich eben auch inhärent ist, dass sie nicht unbedingt nach curricularen Vorgaben oder Kanon, war vorher das Stichwort, handelt. Das heißt, man plant Teilnehmerinnenorientierung natürlich dahingehend, dass man versucht, vorher zu schauen, wer könnten die Teilnehmerinnen sein und was könnte sie interessieren. Also im speziellen Basisbildung wissen wir ja auch dann, wir haben Statistiken, wir haben Befunde darüber, wie viele Personen möglicherweise nicht lesen und schreiben oder nicht ausreichend lesen und schreiben können in Österreich. Aber man plant das Lernangebot so offen wie möglich und wieder im Hinblick darauf, dass die Gruppen, die zusammengeführt werden
Rollen so heterogen sind, dass es nicht so ein Programm geben kann, wo man sagt, man beginnt in Stunde 1 mit diesem Inhalt und oder auch Lernzielen und endet die ganze Gruppe gemeinsam nach 100 Stunden an diesem oder jenem Punkt. Das heißt, man gibt allgemeine Ziele und eine Vorstellung von dem, was in dem Kurs passieren könnte, natürlich vor. Und man braucht natürlich Kursleiterinnen, die erstens bereit und zweitens kompetent sind, sich dann auf diese Gruppen und deren jeweilige Interessen, Ziele, Heterogenität eben auch einzulassen und dafür Materialien und Lernanlässe bereitzustellen. Aber tatsächlich ist es so, und der Luxus natürlich in der Erwachsenenbildung, wir haben keine Gruppen von 25 Schülerinnen oder Lernerinnen im Speziellen. Aktuell in der Basisbildung sind das Gruppen von maximal 10 Personen. Da ist es natürlich auch deutlich einfacher, so wie ich gerade sagen wollte, in den ersten Kurstagen, ersten Kurswochen, aber dann auch kontinuierlich Phasen der Erhebung des Dialogs einzuplanen, zu fragen, was interessiert die Teilnehmerinnen thematisch einerseits, wohin möchten sie kommen in Bezug auf ihre Leseschreib-, mathematischen Ziele andererseits und daraus sowas wie ein gemeinsames oder zum Teil eben individuell zugeschnittenes Programm zu entwickeln und die Ressourcen, Materialien, Didaktisierungen etc., die ich als Kursleiterin habe, entsprechend zu nutzen und einzusetzen. Das klingt vom Zugang her doch auch recht aufwendig, wenn man sozusagen sehr, sehr offen in das Lerngeschehen hineingeht und insofern auch, also auch in den Materialien eine große Breite eigentlich im Petto haben muss, um dann auch situations- oder bedürfnisbedarfsadäquat eingehen zu können. Ja, wie wohl, also ich hadere immer mit der Frage nach dem Aufwand. Ich behaupte immer, es ist nicht aufwendiger oder deutlich befriedigender, als sozusagen mich nicht da an den Interessen zu orientieren. Und der Dennis hat ja auch schon angesprochen, den Methodenbegriff. Also ich denke mal, es ist sowieso für Kursleiterinnen oder Lehrende notwendig, über ein gewisses methodisches Repertoire zur Verfügung. Und es geht eben darum, das hier dann auch passend einzusetzen. Aber es ist vielleicht nicht größer der Aufwand, als jetzt nach einer ganz klaren Vorlage zu unterrichten, da müsste ich mir auch das Repertoire aneignen. Und also ich glaube tatsächlich, vieles liegt in dieser Frage der auch Bereitschaft und des Rahmens. Wie viel Rahmen, und da bin ich jetzt wieder in der Kursplanung oder in den Gestaltungsmöglichkeiten, wie viel Rahmen habe ich auch zur Verfügung, mich darauf und auf die Teilnehmerinnen einzulassen. Und wie viel Rahmen haben auch die Teilnehmerinnen noch, sich darauf einzulassen, weil dieses Prinzip der Freiwilligkeit, das ich vorher so herausgestellt habe, ja auch in der Erwachsenenbildung nicht mehr unbedingt durchgängig gegeben ist, sage ich jetzt einmal. Also wenn man jetzt, du hast es, Angelika, du hast es schon kurz angesprochen, aber wenn man jetzt sozusagen weggeht von der Historie und von diesem Grundprinzip oder wie das grundsätzlich aussehen kann, Teilnehmerorientierung, aus euren beiden Ausführungen entnehme ich, es ist ein diskursiver, auch also ein Prozess, auch ein Prozess des Aushandelns. Also wenn da am Padlet stand, dass jemand hat das als Irrtum, als Wunschkonzert erlebt, dann liegt da sozusagen irgendwo hat da jemand was missverstanden, wahrscheinlich ein Teilnehmer, eine Teilnehmerin oder eine Gruppe. Es ist eben kein Wunschkonzert, sondern es ist ein wechselseitiges Aushandeln. Und wenn ich jetzt an so einen Prozess denke, oder auch wie du es jetzt, Angelika, für die Basisbildung geschildert hast, du hast gesagt, in den ersten Wochen kann man sich orientieren und schauen, was sind die Ziele der Teilnehmenden und wie arbeitet man da gut zusammen. Das ist ja jetzt
in der Erwachsenenbildung eigentlich nicht so, inzwischen zumindest nicht mehr so Usus. Also es gibt einen ganz deutlich wahrnehmbaren Trend zu kürzeren, knapperen Lernangeboten, auch zu mehr standardisierten Lernangeboten. Beispielsweise auch im Online-Raum ist vieles davon in der Form wahrscheinlich nicht möglich oder zumindest nur anders oder eingeschränkter möglich. Wie erlebt ihr das? Also ist das sind diese Tendenzen, die wir jetzt haben, also Lernangebote, Erwachsenenbildungsangebote sollen kürzer werden, sollen effektiver werden. Ist das mit Teilnehmendenorientierung, wie ihr das jetzt beschrieben habt, geht das noch zusammen? Also ist das geht das heute noch? Ist das ein extremer Widerspruch? Ich beginne einfach mal, Angelika, wenn es dir recht ist. Das ist sicherlich eine Herausforderung. Ich tue mich allerdings bei der Beantwortung der Frage schon dahingehend schwer. Wir haben jetzt wahrscheinlich alle, wie wir hier sitzen, sehr unterschiedliche Bilder von Erwachsenenbildung im Kopf, wenn wir den Begriff hören. Ich glaube, die gröbste Differenzierung, die ist eh schon angeklungen, allgemeinbildende Erwachsenenbildung und eher welche, die berufsbildend ist. Ich glaube, dass sich Teilnehmerorientierung grundsätzlich in der Allgemeinbildenden ein bisschen leichter tut. Lass mich da auch gerne korrigieren. Was man mit Blick auf den Diskurs jedenfalls sagen kann, ist, Ute Holm hat das zuletzt gemacht im Jahr 2012, hat dann einen kurzen Beitrag zur Teilnehmerorientierung geschrieben und auch das ist schon gefallen. Was sicherlich stimmt, ist, dass man das nicht mehr so im Sinne eines Grundmusters so offensiv einfordern kann. So nach dem Motto, wir sind jetzt an jeder Stelle im Lehr-Lern-Prozess, egal was die Rahmungen sind, wir sind jetzt einfach mal teilnehmendenorientiert. Das ist sicherlich nicht mehr haltbar. Auch eben von der Angelika schon angesprochen. Die Freiwilligkeit der Teilnahme ist nicht mehr immer gegeben. Das war ein ganz zentrales Argument, auch beim Herrn Brilleur, wie sich Teilnehmerorientierung ableitet. Ja, mit Holm könnte man so ein bisschen verweisen. Naja, Teilnehmerorientierung braucht heute sicherlich eine stärker kontextbewusste Auslegung. Handlungspraktisch könnte man das so übersetzen, dass man sagt, naja, man schaut, dass man an diesen Punkten im Lehr-Lern-Prozess noch teilnehmerorientiert handelt, wo es der Lerninhalt zulässt, wo es die Dynamik der Lehr-Lern-Situation zulässt. Oder was auch schon aufgefallen ist, wo es eben die institutionellen oder aber auch vielleicht gesellschaftlichen Rahmungen generell noch zulassen. Das heißt, man könnte so sagen, naja, so eine punktuelle Realisierung von Teilnehmendenorientierung ist, glaube ich, schon noch möglich. Ganz offensiv eingefordert wird es wahrscheinlich zu schwierig. Angelika, wie liebst du das? Also ich würde ausgehend noch einmal von deiner Frage vorher vielleicht weniger die Möglichkeit von Teilnehmerinnenorientierung an bestimmten Formaten festmachen. Ich glaube, man kann durchaus viele Formate, ebenso wie es vorher ja auch angesprochen wurde, also auch ein Vortragsformat kann teilnehmerinnenorientiert sein. Ich sehe tatsächlich eben in dieser Rahmung und in dieser zunehmenden auch Verzweckung und Verwertbarkeit von Bildung, dieses Prinzip der Freiwilligkeit oder Freiheit auch eingeschränkt und damit schon ganz grundsätzlich die Möglichkeit der Teilnehmerinnenorientierung, weil im weiteren Sinn würde ja eben Teilnehmerinnenorientierung auch bedeuten, dass ich die Angebote eben, da war vorher jetzt angesprochen, Effizienz oder Intensität oder Dauer oder Länge der Angebote. Also sozusagen, wenn ich teilnehmerinnenorientiert arbeiten könnte oder würde ich auch die Angebote schon dahingehend planen, was die Teilnehmerinnen sich wünschen. Das wird zunehmend schwer. Und ich würde tatsächlich noch einmal so diese Frage der Erwartungshaltung von anderen und die nämlich nicht an diesen Angeboten teilnehmen, als schwierig für die Teilnehmendenorientierung bezeichnen. Also konkret jetzt bezogen auf die Basisbildung. Sage ich jetzt einmal, macht es eine Orientierung an Lernergebnissen nicht unbedingt einfacher, teilnehmerinnen orientiert in den Kursen zu arbeiten. Nicht,
weil diese Orientierung grundsätzlich verwerflich ist, aber weil in der aktuellen Situation daran auch gekoppelt ist, zum Beispiel das Ausstellen von Zertifikaten etc. und damit das Setting sehr stark auch reduziert wird, sage ich jetzt einmal, auf sowas wie messbare Kompetenzfortschritte, die gut und natürlich das Ziel des Angebots sind, aber nicht das Einzige. Und sowas wie Wirkung, weiter über diese Kompetenzen hinausgehende Wirkungen schwer festgehalten werden können oder gemessen werden können. Und das wäre aber gerade wieder etwas, was man im Dialog mit Teilnehmerinnen oder in der teilnehmerinnenorientierten Arbeit, ich will nicht sagen, in den Vordergrund stellen würde, weil die Teilnehmerinnen kommen natürlich, um lesen und schreiben zu lernen. Aber sozusagen dieses Spannungsfeld von die Teilnehmerinnen kommen, um das zu lernen und gleichzeitig gibt es aber jemanden, der oder die sehr wohl von außen sagt, was da zu lernen ist, ist dann teilweise schwer zu handeln. Wie, also ich meine, das ist jetzt eine Realität, also diese, zum Beispiel diese Zertifikate, die gibt es ja jetzt auch in der Basisbildung. Wie geht ihr dann in der Praxis damit um? Also ich denke mir, die Grundhaltung ist ja noch da. Wo ist dann da trotzdem noch, wo ist es dann trotzdem noch möglich, sich bei den anderen Teilnehmenden zu orientieren oder eben so in solche Aushandlungsprozesse zu gehen? Wo sind da noch, wo tun sich Räume auf? Ich glaube, die Räume gibt es nach wie vor ganz groß. Also da bin ich gar nicht gehindert, jetzt zum Beispiel in der österreichischen, also in diesem Förderkonzept Basisbildung, da gibt es sehr große Spielräume und Räume, sich an den Teilnehmerinnen zu orientieren. Was ich gerade so ein bisschen problematisieren wollte, und das macht dann manchmal den Dialog mit den Teilnehmerinnen auch schwieriger, dass ich mich zwar an ihnen orientieren kann, dass sie aber dann gemessen werden an etwas anderem. Also sozusagen, da gibt es durchaus Spannungsfelder. Im Kontext Deutsch als Zweitsprache ist es noch einmal insofern stärker, als wir da zum Beispiel in der Bildungseinrichtung das Prinzip der Freiwilligkeit und der gemeinsamen Lernzielaushandlung ganz nach wie vor uneingeschränkt haben. Aber gleichzeitig gibt es ein Gesetz, das den Personen, wurscht, ob sie jetzt Teilnehmerinnen von Kursen sind oder nicht, vorschreibt, dass sie für einen Aufenthaltstitel ein bestimmtes Sprachniveau auf Deutsch nachweisen müssen. Und das spielt natürlich in die Kurse rein. Ja. Und das ist das, was ich meinte mit den Rahmen, die mir jetzt nicht unmittelbar, es gibt in der Erwachsenenbildung keine Vorgaben oder Regeln, die mich einschränken würden in der Teilnehmerinnenorientierung, sage ich jetzt einmal. Aber in den äußeren gesellschaftlichen Rahmen, Paradigmen durchaus zunehmend Haltung ist jetzt das falsche Wort, aber Rahmungen, die das eben erschweren. Vielleicht darf ich ganz kurz ergänzen, was mir gut dazu einfällt, ist, es gibt so eine Position im wissenschaftlichen Diskurs, die ist aber sehr gering verbreitet, die wurde nicht viel zitiert. Ein Herr König und eine Frau Luchte haben mal versucht, Teilnehmerorientierung wirklich konkretisierend als Methode auszubuchstabieren. Und die Grundlage der Argumentation war, und da haben Sie sicherlich nicht Unrecht, das ist ein sehr schillernder Begriff, da kann man sehr vieles unterfassen. Und Sie haben das in weiterer Folge dann im Sinne von Konsensverfahren ausbuchstabiert. Also Teilnehmerorientierung lässt sich herstellen über Konsensverfahren und da die spezifischen Konsensverfahren eines einstimmigen Konsens. Klingt erstmal ganz sympathisch. Im zweiten Schritt weiten Sie dann das Referenz- oder den Bezugsrahmen eigentlich aus und sagen, na ja, wer muss denn jetzt einen Konsens miteinander eigentlich treffen? Das sind einmal die Teilnehmenden, die kursleitende Person und dann nehmen Sie auf einmal auch den Auftraggeber dazu. Übersehen meines Erachtens ein Stück weit aber auch, dass eigentlich Teilnehmende und Auftraggeber nie an einen Tisch kommen. Also es ist auch von der Kommunikation ist es schwierig, ja, also weil einfach manche Parteien in diesem System dann einen strukturellen Vorteil haben.
Aber da bin ich dann selber schon auch sehr, sehr kritisch. Ja. Ist das dann auch Teilnehmerorientierung, wenn man sagt, wir müssen jetzt zwischen allen beteiligten Parteien einen Konsens herstellen? Dann kann man das von mir aus ja Kursleitenden, Teilnehmenden, Auftraggeber Orientierung nennen. Oder wird da nicht eigentlich was suggeriert, was dann am Ende des Tages nicht eingelöst wird? Und da bin ich wieder nur ein Nebensatz eben bei jenem historischen Aspekt eben, wer hat sich zusammengetan in der Erwachsenenbildung, um zu lernen und zu lehren. Da gab es keinen Auftraggeber, ja. Die haben sich, also da gab es auch kein Interesse, muss man sagen. Also jetzt auch, wenn man Selbstorganisationen hernimmt, also das waren oder sind ja Personen, die sich selbst diesen Auftrag geben und sich selbst auch dazu ermächtigen, da miteinander zu tun. Insofern diesen Prozessen wieder die Aushandlungsprozesse deutlich stärker inhärent, als wenn es einen Auftraggeber gibt, der gibt einen Auftrag. Ja? Also da, und ich, da glaube ich jetzt, ist in der aktuellen Situation in der Erwachsenenbildung jetzt nicht nur konkret auf die Basisbildung bezogen, aber gibt es eben unterschiedliche Felder, ja, jene, wo es Auftraggeber gibt, jene, wo es die nicht gibt, und dann ist es auch noch einmal abhängig vom Auftraggeber, wie klar und rigide er seinen Auftrag formuliert oder wie sehr er in diesem Auftrag ins Detail geht und wie viele Freiheiten er auch noch lässt, den Teilnehmerinnen da sich zu artikulieren. Also das heißt, wenn man auf dieses Bild, das der König und Luchter geschaffen haben, eingeht, wäre es dann sozusagen, das, was du jetzt beschreibst, Angelika, als ein Aushandel zwischen den Rahmenbedingungen, die jetzt eben vorgegeben werden, also gerade auch mit der Integrationsvereinbarung zum Beispiel und in einem bestimmten Bedarf an Nachweisen von Deutschkenntnissen etwa in DAZ-Kursen, und so sozusagen dem, was jetzt wirklich die Teilnehmenden selbst auch gerne, tatsächlich gerne lernen möchten, darüber hinaus oder vielleicht sogar, kann es vielleicht auch einmal konträr sein, aber hier dieses, könnte man das so deuten oder so fassen? Ja, wobei ich das nicht, das muss ja nicht immer ein Widerspruch sein. Ja, aber ich glaube, es ist nochmal so eine ja, Frage der Erwartungshaltung und für mich als Kursleiterin oder als Bildungsanbieterin eben auch eine Frage dessen, wem quasi bin ich verpflichtet, von wem beziehe ich meinen Auftrag. Das ist im Endeffekt, was der Herr Brilloire diskutiert hat unter diesem Aspekt institutioneller oder Genau. objektiver Aspekt. Also natürlich, die Institution verkörpert gewisse Erwartungshaltung in der Regel auch, die dann ja, von der Gesellschaft quasi auf die Institution projiziert sind. Und seine Antwort, die fand ich eigentlich sehr sympathisch zumindest, dass handlungspraktisch immer so möglich ist. Das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber ja, es geht nicht nur darum, die Teilnehmer zu fokussieren, was wir auch schon hatten, ja, keine Teilnehmenden-Wunschorientierung, sondern irgendwo in diesem Spannungsfeld, natürlich auch die eigene Kursleiterrolle ist wichtig. Der Tietgens hat sehr gut angeregt, glaube ich, die Sachorientierung ist dann auch nicht ganz unwichtig am Ende des Tages. Aber im Zweifelsfall nehme ich eine leichte Übergewichtung der Teilnehmendenperspektive vor. Oder schlage mich eher auf ihre Seite. Ich glaube, das ist, und dann ist es, glaube ich, auch aus einer ethischen Perspektive, das kann man dann auch unter Teilnehmendenorientierung unter den Begriff packen. Und da suggeriert man nicht etwas, was man hinterher nicht einhält. Wir können das überspitzt formulieren, je mehr an Rahmenbedingungen oder an sozusagen Auftrag vorgegeben ist, auch je weniger Freiwilligkeit gegeben ist, desto schwieriger wird es, diesem Ideal noch zu entsprechen. Es kommt auf den konkreten Auftrag an, aber wenn dieser Auftrag mit einer Nichtfreiwilligkeit einhergeht, dann ist dem wahrscheinlich so, ja. Also wenn jetzt die Auftraggebenden oder Auftraggeber, die sozusagen die sind, die eigentlich nicht die Lernenden sind, also die, wenn sich Auftraggeber und Lernende nicht in einer Person sozusagen treffen, sondern der Auftrag von außen kommt. Und jetzt noch einmal ganz konkret auf die Praxis gedacht, wo gibt es vielleicht auch die Frage an Sie, liebe Teilnehmende, wo
Wo haben Sie in Ihrer Bildungspraxis, also mir ist jetzt bewusst, Sie sind nicht alle wahrscheinlich als Kursleiterinnen tätig, aber wo haben Sie in Ihrer Praxis Räume, wo tun sich Räume auf, wo man teilnehmendenorientiert arbeiten kann? Gerne per Handzeichen mündlich oder in den Chat, wie Sie möchten. Also noch einmal die Frage, ja gerne, die Frage wiederholen. Wo tut sich in Ihrer Bildungspraxis, wie auch immer die genau gestaltet ist, wo tun sich da Räume auf, wo Sie teilnehmendenorientiert handeln können? Also ich will jetzt einfach nicht auf die Grenzen, sondern auf die Möglichkeiten, hinzahlen. Ja, Frau Manieri. Ja, mein Name ist Alicia, Leiterin der Volkshochschule Berlin Mitte. Können Sie mich hören? Ja. Super. Ja, also wir arbeiten sehr viel, also finde das Thema immer wieder super wichtig und interessant. Und wir arbeiten sehr viel oder versuchen immer wieder sehr TeilnehmerInnen orientiert zu arbeiten, indem wir jedes Jahr also Feedback-Links erstellen lassen, wo wir zu unterschiedlichen Themen, also sei es jetzt Inhalte der Unterrichts, aber auch so Organisation des Unterrichts fragen und dann das auswerten und sie dann immer wieder auch transparent machen auf unserer Webseite. Das waren die Fragen, das war euer Feedback und so weiter. Und dann versuchen auch in unseren Runden dann in unseren Arbeitsprozessen, wo immer das möglich ist, auch umzusetzen. Das ist das eine. Und das zweite, auch so auf der inhaltlichen Ebene, was wir immer wieder versuchen, ist so partizipative Bedarfsabfragen, unter TeilnehmerInnen zu machen, insbesondere im Deutschbereich. Also was wollt ihr noch, also zu welchen Themen wollt ihr noch was lernen? Und das werten wir immer wieder aus und versuchen da dann neue Formate basieren. Oder wir versuchen KursteilnehmerInnen als KursleiterInnen zu gewinnen, die dann ihre Inhalte in die Volkshochschule wieder reinbringen. Vor allem wiederum hier auch aus dem Deutschbereich. So. Das sind so ein paar Sachen, die mir einfallen. Dankeschön. Also wichtig finde ich als Leitung nicht nur Sie im Sinne von, also auf inhaltlicher Ebene, was Sie lernen wollen, aber wie das langfristig die Volkshochschule als Ihren Raum sehen, den Sie selber auch mitgestalten können, auf unterschiedlichen Ebenen. So. Vielen Dank für die Erfahrungen. Im Chat lese ich jetzt noch, welche Elemente des selbstorganisierten Lernens in die universitäre Lehre, in meine universitäre Lehre einbaue. Noch weitere Anwendungsfälle oder wie wenden Sie Teilnehmendenorientierung in Ihrer Bildungspraxis an? Es kann sich gerne noch jemand zu Wort melden, wenn Sie möchten. Oder im Chat schreiben. Hallo, hört man mich? Ja. Ja, ich bin als Projektentwicklung tätig. Wir sind eher im berufsbildenden Bereich. Das heißt, wir haben unterschiedliche Maßnahmen, die wir entwickeln, um Leute hin zu einer Tätigkeit niedrigschwellig zu qualifizieren. Und mittlerweile schauen wir eigentlich immer bei den schon im Zertifizierungsprozess, dass wir im Curriculum allgemeine Lernfelder einbauen, also wo allgemeinbildende Kompetenzen aufgenommen werden, soziale Kompetenzen, sodass wir da immer schon in den Lernfeldern Spielräume haben, wo wir Dinge aufnehmen können, die sich dann im Kurs sozusagen ergeben. Und genau wie auch die VHS Berlin Mitte haben wir auch Teilnehmendenbefragungen standardisierte zu Beginn, Mitte und Ende,
der Maßnahmen, die dann auch ausgewertet und wieder rückbesprochen werden mit den Teilnehmenden, sodass wir mit denen auch nochmal direkt besprechen, wie wir die Anregungen umsetzen oder umzusetzen versuchen. Vielen Dank, Frau Schör. Gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie Sie Teilnehmerorientierung einbauen? Sie gerade im Chat Beschwerdemanagement, genau, danke schön. Wichtiger Hinweis, Beschwerdemanagement ist auch ein wichtiges Instrument. Ja. Eine weitere Nachrichten schickt Frau Rutschnick. Ich denke, Teilnehmerorientierung ist dabei sogar eine Orientierung an den Teilnehmenden, also eine Orientierung der Teilnehmenden zu denken. Somit ist es einerseits wichtig, Partizipation zu ermöglichen, andererseits einen Rahmen vorzugeben. In meiner Lehre an der Uni, zum Beispiel durch Evaluation, Methodenvielfalt oder auch Erwartungsabfrage zu Beginn einer Lehrveranstaltung. Erwartungsabfragen. Noch weitere Möglichkeiten, hier ganz konkret in die Lehre Teilnehmerorientierung einzubauen oder sich an den Teilnehmern zu orientieren. Ich würde vielleicht gern auch so aus einer mittleren Distanz darauf antworten. Also wenn man es versucht, in Handlungssequenzen zu unterbrechen, kann man ja ganz grob differenzieren. Ist jetzt ein bisschen holzschnittartig, aber nichtsdestotrotz. Naja, wir haben einmal die Phase der Konzeption und dann haben wir die Phase der Durchführung und dann haben wir die Phase der Evaluation. Mit Blick auf die Phase der Konzeption, das haben wir schon gehört, also ein möglichst offenes, flexibles Kurskonzept, das Adaption an Wünsche, Interessen etc. zulässt. Idealerweise auch sowas wie ein Plan B oder C in der Hinterhand zu haben. Ja, also was ist, wenn ganz umgeschmissen werden muss? Das ist natürlich, ich glaube, das ist klar, das ist wahnsinnig herausfordernd. Also das bedarf einfach ein hohes Maß an Erfahrung, Kompetenz und Professionalität. Dann schließlich die Phase der Durchführung. Ganz grob im Diskurs hat man eigentlich drei unterschiedliche Formalisierungsgrade, würde ich es jetzt mal nennen, unterschieden. Das, was wir so kennen, dieses am Anfang ins Gespräch kommen, miteinander reden, das fällt klassischerweise unter den Begriff der Metadiskussion. Da würde ich sagen, das ist ein sehr niedriger Formalisierungsgrad, das kann man sehr unterschiedlich angehen. Die von mir gerade schon angesprochenen Konsensverfahren ist so ein mittlerer Formalisierungsgrad, je nachdem, wie man die umsetzt. Und so der höchste Formalisierungsgrad, der im Diskurs vorgeschlagen wurde im Laufe der Jahrzehnte, sind eigentlich Lehr-Lern-Verträge. Also stärker kann ich es nicht mehr formalisieren, dass ich wirklich einen gemeinsamen Lehr-Lern-Vertrag aufsetze und jeder unterschreibt ihn dann ganz am Ende. Und schließlich mit Blick auf die Phase der Evaluation. Das ist sehr nett bei Brilleur, der da schon das diskutiert, der eigentlich sagt, naja, vielleicht macht es auch Sinn, das muss man immer vor dem Hintergrund auch lesen, dass es eben aus dem Jahr 1980 ist, noch stärker die Teilnehmenden da einzuholen. Also er meint es auch erfahrungs- und gefühlsbasiert. Ja, also nicht nur, was ist das Outcome gewesen, wurde das erreicht, sondern wie ging es mir eigentlich während dem Lernprozess? Hat mir das Spaß gemacht? Hatte ich Freude dabei, sowas stärker zu gewichten? Darf ich da nochmal anknüpfen? Also ich meinte das auch schon vorher eben mit dieser Frage nach Wirkungen und der Frage eben, wie sie auch gemessen werden können oder dass eben dann die Frage nach der Wirkung nicht immer einhergeht mit der Messung von Leistungen oder Kompetenzen, die da erworben wurden. Und ich würde schon Teilnehmerinnenorientierung noch einmal ein bisschen über sozusagen das Planen oder Bedarfserhebung und Evaluierung hinaus betrachten wollen, im Speziellen noch einmal in der Basisbildung oder darüber hinaus oder darunter. Ich weiß es nicht, was die Ebene ist, weil es scheinbar banal ist, aber jetzt in der Erwachsenenbildung oder im Speziellen in der Basisbildung ist es ja unser Ziel, auch Personen zu erreichen, die vielfach negative Erfahrungen im Bildungssystem schon gemacht haben, die also in dem
in den Lehr- oder Lernprozessen, in denen sie bis jetzt sich beteiligt haben, selten gefragt wurden, was sie eigentlich wollen oder was sie eigentlich können. Und insofern würde ich es wirklich noch einmal auch runterbrechen darauf oder eben über die Bedarfserhebung oder Evaluierung stellen, weil eben das auch Teilnehmerinnen dann sind, die nicht ad hoc ganz große Erwartungen an die Bildungsangebote artikulieren können, sage ich jetzt einmal, die sie am Schluss dann oder die man am Schluss dann wieder gemeinsam messen könnten, wurde das erreicht oder wurde diese Erwartung erfüllt oder nicht. Also ich glaube, hier geht es tatsächlich darum, auf all diesen oder in all diesen Phasen, die du gerade angesprochen hast, Dennis, sehr kleinteilig zu arbeiten und eben tatsächlich ins Gespräch mit den Teilnehmerinnen oder potenziellen Teilnehmerinnen, Interessentinnen zu kommen. Und etwas, was mir noch eingefallen ist, während dieser Chat- und Wortmeldungen, was ich als Basisbildnerin da durchaus auch ohne die Rahmenbedingungen immer wieder auch herausfordernd erlebe oder was für mich dann auch dazugehören wird, ist eben auch Nichtziele zu akzeptieren. Ja, also nicht alle Teilnehmerinnen wollen unbedingt das lernen, was ich für gut für sie halten würde. Und das wird eben dann auch Teil dieses Aushandlungsprozesses sein, da gemeinsame Wege zu finden oder gemeinsame Inhalte und Ziele thematisieren zu können. Und das Gleiche gilt für diese realisierbaren Ziele, die vorher schon angesprochen wurden, weil ja die Ziele, die die Teilnehmerinnen für sich oder ihr Lesen, Schreiben, mathematisches Lernen formulieren oder die ihnen der Alltag oder der Beruf vorgibt, nicht unbedingt, sage ich jetzt einmal, immer in der vorgegebenen oder möglichen Zeit erreichbar sind auf der Lernebene. Und gleichzeitig ist es für mich als Basisbildnerin, die mit Erwachsenen arbeitet, auch keine Option zu sagen, das Ziel kannst du nicht erreichen oder das ist ein Nichtziel oder das machen wir in 2 Jahren, weil es dann erst vorkommt, sondern es geht dann darum, mit der Person Mittel und Wege zu finden, wie wir uns dem Ziel annähern können, auch wenn es in der vermeintlichen Linearität des Lernens, die ich jetzt vielleicht im Kopf hätte, nicht das Naheliegendste für die nächsten 3 Wochen wäre. Ja, ich weiß nicht, ob ich das plastisch irgendwie darstellen kann, ja, aber da glaube ich, ist die große Herausforderung der Teilnehmerinnenorientierung, so wie ich sie begreifen würde, da auch den Teilnehmerinnen beratend zur Seite zu stehen und dann sind wir wieder bei Wirkungen oder Lerneffekten, die vielleicht über die messbaren Erfolge im Lesen und Schreiben, konkret jetzt in der Basisbildung hinausgehen, nämlich eben Strategien mit Leseschreibaufgaben, die vielleicht in der Situation noch nicht bewältigbar sind, trotzdem umzugehen als erwachsener Mensch, der ja in einem beruflichen und familiären Umfeld steht und diesen Aufgaben begegnet, ja, also wo einfach dieses aufschieben oder sagen, das kommt erst später, wie es vielleicht ein Curriculum, ein schulisches vorsehen würde, nicht möglich ist. Also das waren jetzt nur so Gedanken, die mir da im Kontext dieser Erfahrungen auch aufgepoppt sind. Okay, Martina, würdest du noch einmal das Padlet bitte einblenden? Ich würde jetzt gerne noch einmal drauf schauen, was da anfangs von Ihnen, lieber Teilnehmende, gekommen ist. Und dahin schauen, was jetzt, wozu es jetzt vielleicht schon ein paar Anregungen oder Ideen gibt. Also Sie haben geschrieben, Teilnehmerorientierung begegnet Ihnen bei Basisbildungsangeboten für Jugendliche, da weiß ich jetzt nicht, der Programmplanung oder Durchführung. Wie man da, also vor allem in der Planung herangeht, dazu haben wir jetzt ein bisschen was schon gehört, also möglichst offen von der Haltung, vielleicht mit einem Plan B oder sogar einem Plan C noch im Hintergrund, falls etwas, ein Weg nicht funktioniert. In der Kursentwicklung
Genau, Unterrichtsbasisbildung, Entwicklung von Lehrgängen, Neu- und Weiterentwicklung. Also da geht es jetzt auch stark um die Konzeption. Also auch da haben wir eher von Offenheit jetzt gehört. Angebotsentwicklung, genau. Also als Irrtum Wunschkonzert, darüber haben wir jetzt gesprochen. Ein Wunschkonzert ist Teilnehmerorientierung nicht, sondern ein Aushandlungsprozess. Strategische Ausrichtung unserer Einrichtung, VHS. Also das nehme ich an, ist auch die Grundhaltung, sich an den Teilnehmenden zu orientieren, die auch die Angelika für die Wiener Volksschulen beschrieben hat. Bibliothek, also auch VHS und Bildungszentrum mit Weiterbildungsangeboten. Das nehme ich an, ist auch Bereich Bildungsplanung, Bildungskonzeption. Inhaltliche Leitung, Spannungsfeld, Teilnehmerorientierung, Curricula. Dazu haben wir jetzt noch nicht so gesprochen, oder die Spannungsfelder, Teilnehmerorientierung, also wo es Curricula gibt sozusagen, wie kann da Teilnehmerorientierung gelingen? Also das haben wir jetzt noch nicht so gut besprochen. Könnt ihr dazu was sagen? Ich würde dir den Vortritt lassen, aber also was mir dazu einfällt, ist, aber Angelika, da bist du deutlich näher dran. Also ich kenne die mit Blick auf die Basisbildung, die kenne ich wirklich nur mittelbar. Also da hätte ich, mein Dafürhalten wäre schon, ja, es gibt ein Curriculum, aber die Wege oder die didaktische Spielwiese, so nenne ich es mal, ist dann doch relativ groß und da kann man sich relativ gut austoben. Und das wäre so auch mein Zugang. Ja, natürlich kann es inhaltliche Vorgaben geben, aber da bleibt ja noch die methodische Ebene zumindest mal, auf der ich mich dann, auf die ich vielleicht auch die teilnehmenden Wünsche realisieren kann. Ja, also ich würde das auch so sehen. Ich glaube, und teilweise ist es eh schon vorher angesprochen worden. Also ich glaube, also curriculare Vorgaben oder Curricula und Teilnehmerinnenorientierung müssen nicht unbedingt ein Widerspruch sein. Es ist ein bisschen die Frage, wie schauen die Curricula aus und wie schauen die Vorgaben rundherum aus. Was ich mir schwer vorstelle oder auch in gewissen Kontexten der Erwachsenenbildung ja auch beobachte, dass das schwer ist, ist dann, wenn es für Kurse tatsächlich so in dieser Vorstellung wie für Klassen in der Schule oder Jahrgangsstufen, die ganz genau beziffert sind mit einer Anzahl von Unterrichtseinheiten, eine curriculare Vorgabe gibt, die auch damit verknüpft ist, dass alle in diesem Kurs am Ende der so und so vielen Unterrichtseinheiten die auch im Curriculum festgelegten Lernziele oder Outcomes zu erreichen hätten. Dann habe ich das Gefühl, also das wäre sozusagen der Extrempunkt, wo Teilnehmerinnenorientierung immer schwerer wird, weil da sind die Spielräume, die Teilnehmerinnen zu fragen, wohin sie kommen möchten oder was sie eigentlich erreichen möchten oder auch nur herauszufinden, wo sie überhaupt stehen, immer kleiner, weil da ein enormer Zeitdruck dann auch da ist, weil, wie gesagt, auch die Teilnehmerinnen, wir haben da manchmal auch schon diskutiert, das ist dann eh teilnehmerinnenorientiert quasi, wenn man sie zu dem Ziel peitscht, dass ihnen wer anderer vorgegeben ist, sage ich jetzt ein bisschen überspitzt, weil sie sozusagen den Wunsch haben, dieses Ziel zu erreichen, weil sie sonst bestraft werden. Also das wäre der Rahmen, der halt leider auch in der Erwachsenenbildung zu finden ist, aber jetzt keiner ist, den ich ganz grundsätzlich für pädagogisch oder Erwachsene andragogisch passend halte. Das andere sind curriculare Vorgaben und es waren ja eben einige Kolleginnen hier auch aus der Programmplanung, Kursplanung, die man natürlich auch irgendwie macht im Sinne von Transparenz, im Sinne von, wie beschreibe ich einen Kurs, um überhaupt mit ihm auch rauszugehen, um Interessentinnen zu erreichen, um in zum Beispiel einer riesengroßen Einrichtung wie der VHS irgendwie auch Schnittstellen schaffen zu können, dass jemand, der an der VHS im 12. Bezirk einen Kurs beginnt, im gleichen Fach
quasi an der VHS im 21. Bezirk den fortsetzen kann. Aber da ist ja das Spektrum, würde ich jetzt einmal sagen, ein ganz großes zwischen sowas wie Rahmencurricula oder curricularen Vorgaben und sehr stark auch handlungsleitenden Richtlinien und entsprechend groß, Gott sei Dank, und leider für die andere Seite, der Spielraum oder die Einschränkung in Bezug auf die Möglichkeit der Teilnehmerinnenorientierung. Ich würde ganz gerne noch ergänzen wollen, was mir gerade noch gekommen ist. Also für mich wäre auch eine mögliche Realisierungsform der teilnehmenden Orientierung unter diesen Vorzeichen vermeintlich niederschwellig oder vermeintlich einfach pädagogische Entscheidungen zu begründen, nicht nur transparent zu machen, sondern auch begründen zu können. Also wenn ich einen strikten Rahmen habe, dann zu sagen, wir machen jetzt dieses und jenes. Das sage ich euch nicht nur, sondern ich sage, kann euch auch erklären, warum ich glaube, dass das unter diesen Rahmenbedingungen, in denen wir gerade arbeiten, der beste, in Anführungszeichen, Weg für euch ist. Das wäre für mich auch schon eigentlich eine Form teilnehmerorientierten Handelns. Und bevor wir so zu einem Blick in Richtung Zukunft kommen, darf ich noch einmal Sie, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen, fragen, haben Sie jetzt noch Fragen, die Sie Angelika Chrobisch und Dennis Walter gerne stellen möchten? Also die jetzt noch nicht, gibt es was, was nicht besprochen wurde, was Ihnen aber noch ja, unter den Fingern brennt? Dann bitte gerne im Chat oder auch gerne als Wortmeldung. Vielleicht darf ich noch einen Tipp geben, Elke Gruber. Ich glaube, ihr seht mich da nur unter Gruber-Eck. Das ist vielleicht ein bisschen missverständlich. Ja, danke jetzt, dass dieses Format macht. Ich habe nur einen Tipp noch zu einem sehr, sehr wunderbaren Buch, wo es darum geht, auch so diese Teilnehmerorientierung, obwohl sie dort, glaube ich, vom Wort überhaupt nicht vorkommt. Aber es geht in Richtung ja immer irgendwie Subjektbildung. Und der Erhard Meueller hat wirklich ein wunderbares Buch geschrieben, Die Türen des Käfigs, Wege zum Subjekt in der Erwachsenenbildung. Und ich kann jedem und jeder nur empfehlen, wo auch zum Beispiel dieser Lehr-Lern-Vertrag, der von dir, Dennis, angesprochen worden ist, drin ist und wie man sowas aufsetzen kann, sehr pädagogisch und ja, also wirklich ein wunderbares Buch, auch nicht ganz taufrisch, aber manchmal sind ja die nicht ganz taufrischen Bücher ein Erlebnis oder ja, man denkt sich, ja, gut, was da geschrieben worden ist und ja, so, das nur von meiner Seite her noch. Vielen Dank, Elke. Ich darf Sie auch vorstellen, also Elke Gruber ist eine der beiden Herausgeberinnen dieser Ausgabe 50 des Magazins. Genau, und Professorin an der Universität Klagenfurt, daher auch, also auch theoretisch gut mit dem Thema befasst. Graz, Klagenfurt war Habe ich mal. jetzt gerade, Entschuldigung, habe ich Klagenfurt gesagt? Entschuldigung, Graz, Macht genau. nichts. Stimmt, war mal. Gut, gibt es noch weitere Wortmeldungen dazu oder weitere Fragen? Im Chat ist gerade der Link zu dieser Quelle gepostet worden. Sind noch Fragen für Sie offen geblieben bislang? Mich würde noch interessieren, ob TNO als zentrales didaktisches Prinzip auch in der beruflichen Erwachsenenbildung gilt oder ob dort eher Sach- und Handlungsorientierung im Fokus stehen. Sind allgemeine berufliche Erwachsenenbildung, Beispiel Lehrkräftefortbildung, differenziert zu betrachten? Wenn ja, inwiefern? Aspekte dazu wären noch spannend. Wer von euch mag darauf antworten? Würde mich auch sehr interessieren. Ja. Wäre sicherlich ein gutes Diss-Thema. Soweit ich weiß, ist die Einsehbarkeit da eigentlich sehr schwierig. Und ich habe jetzt nicht dezidiert in diese Richtung geforscht, aber ich könnte diese Frage jetzt tatsächlich nicht beantworten. Aber eine spannende Fragestellung.
Noch weitere Fragen? Oder Ich, Angelika, magst du dazu na, ich noch? wollte nur, also ich glaube, dass Sach- und Handlungsorientierung nicht unbedingt einer Teilnehmerinnenorientierung im Widerspruch stehen, aber mein Gefühl wäre oder mein Hintergrund wäre, dass die berufliche Erwachsenenbildung sehr noch viel stärker als die allgemeine quasi von außen bestimmt ist, also dass da sozusagen dieser Auftraggeberaspekt noch einmal ein stärkerer ist und gleichzeitig aber auch das, was du vorher angesprochen hast, Bianca, der Verwertbarkeitsaspekt, der des Effizienzdrucks und der quasi Leistungsorientierung, die da eben von außen vorgegeben wird. Insofern glaube ich durchaus, dass es da zumindest historisch Unterschiede gibt. Mein Gefühl ist ja, dass dieser Druck auch quasi der Legitimationsdruck auf die allgemeine Erwachsenenbildung steigt und insofern, dass sich die beiden da vielleicht annähern würden. Aber wäre interessant zu untersuchen, ja. Damit hast du mir meine letzte Frage schon aufgelistet, Angelika, nämlich der Blick in die Glaskugel. Wohin meint ihr, geht die Reise? Oder auch Sie, lieber Teilnehmer, wohin meinen Sie, geht die Reise? Also wie wird das mit diesem Prinzip, mit diesem Grundprinzip der Erwachsenenbildung weitergehen? Also sehen Sie, seht ihr da eher Gefahren? Wird das abnehmen? Gibt's auch, werden sich auch neue Chancen auftun für Teilnehmerorientierung? Wie seht ihr die Zukunft der Erwachsenenbildung dahingehend? Soll ich starten? Ja. Ganz grundsätzlich Prognosen sind schwierig. Da gibt es ja mittlerweile höre ich ihn immer öfter, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen, um dann doch irgendwas Gehaltvolles zu sagen. Auch Herausforderung, also in Anführungszeichen, glaube ich, das Wort ist gerade gefallen, Gefahr für Teilnehmerorientierung sehe ich insbesondere da, wo sie nur als Floskel benutzt wird. Und das ist ja eine Grundproblematik. Also welcher Erwachsenenbildner oder welche Erwachsenenbildnerin würde denn von sich nicht behaupten, dass sie teilnehmerorientiert lehrt? Also das ist etwas, was jeder sich gerne mal auf die Flagge schreibt. Und es sei dann immer an einem selbst zu überprüfen und in der Reflexion, ob das tatsächlich dann auch immer eingehalten wird. Teilnehmer zu Kursbeginn zu fragen, was sie denn machen wollen und dann irgendwie den eigenen Stiefel durchziehen, das ist nicht teilnehmerorientiert. Aber ich glaube auch sowas, das habe ich schon gemacht, das haben wir alle wahrscheinlich schon mal gemacht, sich auch irgendwie das eigene Kurskonzept durch ein paar rhetorische Kniffe so abnicken zu lassen, so passt es eh für euch, dass wir das so machen. Ja, das ist eben, und dieses Angesprochene, das ist mehr eine Floskel dann. Also da sehe ich eher so auch aus einer professionalisierungstheoretischen Perspektive eine Gefahr. Mit Blick auf die Zukunft, ich glaube, da ist es fast aufgelegt, dass man auch in Richtung Online-Formate denkt. Ich glaube eher, dass die Formate einen stärkeren Einfluss darauf haben, wie gut oder schlecht sich Teilnehmerorientierung umsetzen lässt und weniger der technische Aspekt. Ganz grundsätzlich, weiß ich nicht, jetzt MOOCs, ja, die sind sicherlich vieles, aber nicht teilnehmerorientiert. Das müssen sie aber auch nicht sein, sondern ich glaube, es ist tatsächlich also, dass in den Formaten per Design gewisse Chancen und Potenziale, aber auch Herausforderungen liegen und weniger in der technischen Dimension. Was schon spannend ist, meines Erachtens, es gibt gewisse Aspekte und natürlich kann man in Online- oder E-Learning-Settings Teilnehmerorientierung umsetzen. Es gibt gewisse Aspekte, da geht es, würde ich vermuten, sogar ein Stück weit einfacher als in Präsenzsettings. Wir haben ja jetzt schon diskutiert, eine klassische Form, Teilnehmerorientierung zu realisieren, ist eben diese Metadiskussion. Also ich rede insbesondere zu Kursbeginn, wo wollen wir denn hin und wie gehen wir die gemeinsame Lernreise an? Da gibt es in Anführungszeichen leider ein empirisch gut belegtes Problem bei der ganzen Geschichte. Bei diesen Metadiskussionen setzen sich tendenziell eher bildungsgewohnte und insbesondere auch extrovertierte Teilnehmende durch. Gerade gegenüber lernungewohnte oder auch introvertierte Teilnehmer. Das heißt, wenn man es jetzt zynisch betrachtet oder nicht aufpasst, kann das auch ein Instrument sein, das die Ungleichheit im Kurs vergrößert. Weil diejenigen, die eh schon mit tollen Voraussetzungen kommen, dann den Kurs diktieren.
So, und da glaube ich, gibt es gerade so in Online-Settings interessante Möglichkeiten und Spielarten, dem ein bisschen entgegenzusteuern. Ja, also jetzt in dem Kontext könnte ich mir jetzt per Chat als Direktnachricht Rückmeldung einholen meiner Teilnehmer. Also die müssten sich nicht irgendwie im Kursgeschehen outen, dass sie irgendwas nicht verstehen oder was auch immer sie da lernen wollen. Ganz grundsätzlich würde ich aber schon, und da stehe ich auch nicht ganz alleine mit dem Standpunkt da. Also Online-Settings, glaube ich, haben schon eine gewisse zumindest Tendenz in Richtung einer wieder stärkeren, ja, Neudeutsch-Content-Fixierung. So, diesen Punkt gibt es lange im Diskurs um das E-Learning. Aber auch da, glaube ich, ist eine Formatfrage. Ja, ein Online-Barcamp kann wahnsinnig teilnehmerorientiert sein und lässt sich fast nur von den Interessen der Teilnehmenden leiten. Und dann gibt es andere Formate, wo das nicht so möglich ist. Ich würde fast schließen, es ist tatsächlich, es ist nicht nur ein didaktisches Prinzip, es ist eine Haltungsfrage. Also wo ein Wille ist, glaube ich, da ist auch ein Weg. Der ist manchmal schwieriger zu bewerkstelligen, je nach Format auch einfacher. Aber Teilnehmerorientierung, würde ich sagen, lässt sich grundsätzlich punktuell in irgendeiner Form immer realisieren. Ich knüpfe vielleicht noch mal kurz an. Nicht nur lässt sich überall reduzieren, realisieren, reduzieren hoffentlich nicht. Du hast, glaube ich, so Bianca gefragt auch noch einmal, ob's notwendig oder ob's quasi diesen Auftrag auch zukünftig geben wird. Ich würde sogar sagen, ja, es gibt den nicht mehr denn je, ist vielleicht auch ein bisschen dick aufgetragen, aber ich glaube ja schon, wir reden also im Kontext von Erwachsenenbildung immer auch von politischer Bildung, aktuell gerade ganz viel insgesamt von Demokratiebildung, von Teilhabe und insofern habe ich das Gefühl, ohne Teilnehmerinnenorientierung wäre das in der Erwachsenenbildung ja auch überhaupt nicht umsetzbar oder wären das ja leere Worthülsen, die wir da irgendwie verwenden würden, wenn wir in unseren Bildungsangeboten ganz was anderes machten oder machen, vorhaben würden. Und was ich vorher schon auch noch sagen wollte und vielleicht zum Schluss noch einmal hervorheben, und da kommen vielleicht so ein bisschen diese Online-Settings ins Spiel, wiewohl ich die jetzt gar nicht explizit gegenüberstellen mag, den Präsenz-Settings. Teilnehmerinnenorientierung und eine Orientierung an individuellen Zielen oder Lernfortschritten bedeutet für mich nicht unbedingt eine Individualisierung, ganz im Gegenteil. Also ich glaube schon, ein zentrales Element des Erwachsenenlernens oder des Lernens auch in VHS- oder Kurssettings ist eben dieses gemeinsame Lernen und dieses kollektive Lernen und da auch quasi im Lehr-Lern- oder im Kurssetting das Herstellen von diesen kollektiven Erfahrungen oder das Bewusstmachen von kollektiven Erfahrungen. Und insofern, genau, das war mir jetzt einfach noch einmal wichtig, auch in dem Kontext der politischen Bildung oder der Demokratisierung auch von Lernprozessen, die da dazu gehört, hervorzuheben und quasi unterscheiden von einer Individualisierung, wie sie manchmal auch, finde ich, falsch gelesen wird, dann Teilnehmerinnenorientierung. Eben vorher war der Vorbereitungsaufwand schon ein Thema. Ja, das wird dann bedeuten, ich muss alles für alle einzeln machen. Nein, ja. Vielleicht nur als stichwortartige Ergänzung, auch da finde ich sehr schön, diese Einlassung, auch dass im Kollektiv gelernt werden soll und dass es nicht diese nur diese Individualisierung ist. Es gibt von Horst Siebert auch ich glaube aus dem Jahr 1980, auch seinen Beitrag zur teilnehmenden Orientierung, und das ist auch so eines seiner Hauptmotive. Er sagt eigentlich, da spannt sich der Bogen zum Beginn, die von dir, Angelika, angesprochene Heterogenität, die ist eigentlich im Kontext von Teilnehmerorientierung eine Ressource für ihn. Es ist wichtig, dass man viele unterschiedliche Perspektiven auf etwas hat, und das dann in Richtung auch reflexiver Lernprozesse zu kanalisieren, ist so die große Kunst für ihn unter dem Banner der teilnehmenden Orientierung. Ja, vielen Dank, ein wertvoller Hinweis. Man glaubt so, also wenn man so versucht, so auf die Einzelnen einzugehen, dann ist man gleich einmal dort, wo man, also in einer Individualisierung, da ist wahrscheinlich gerade das Spannungsfeld im didaktischen Handeln dann im tatsächlichen, dass man das dann auch wieder rückbezieht und auch die kollektiven Lernprozesse
zum Thema macht und kollektive Erfahrungen auch veranschaulicht oder ja, thematisiert. Ja, wir sind so ziemlich am Ende der Zeit, für die wir für diesen Webtalk einberaumt haben, angekommen. Ich möchte Ihnen gerne noch einen Literaturhinweis auch geben zum Magazin. Es gibt gerade zum Thema Basisbildung einen recht interessanten Artikel von Peter Hubertus aus Deutschland, der sehr detailliert schildert, wie er den Teilnehmendenorientierung in der Basis, also wie er da genau tut, sozusagen, also sehr, sehr bildlich. Falls Sie da sich noch näher informieren können möchten, können Sie doch gerne nachlesen. Es wird auch zu diesem Web-Talk, Sie werden den sowohl nachschauen als auch ein wenig nachlesen können. Also es wird dazu dann einen Nachrichtenbeitrag auf Erwachsenenbildung.at geben in den nächsten Tagen und auch das Video. Also der Mitschnitt dieses Videos wird dauerhaft auf YouTube bzw. über Erwachsenenbildung.at verfügbar sein. Ja, insofern bleibt mir nur Danke zu sagen. Danke, Angelika, danke, Dennis, für eure Beiträge. Danke auch Ihnen, liebe Teilnehmende, für Ihre Fragen, für Ihre Statements, für die Beteiligung. Ja. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und gebe jetzt noch einmal ganz kurz das Wort an Martina Süßmeier, die jetzt auch am Ende noch ein paar organisatorische Dinge mit Ihnen bespricht. Vielen Dank. Ja, danke, liebe Bianca. Vielen Dank auch eben ans Podium und an die Teilnehmenden für die anregende Diskussion. Wie schon erwähnt, die Aufzeichnung dieses Web-Talks finden Sie innerhalb der nächsten Tage auf erwachsenenbildung.at sowie auf dem YouTube-Kanal. Und ja, Feedback ist uns auch wichtig und eben Teil unserer gelebten Teilnehmendenorientierung. Also würden wir uns sehr freuen, wenn Sie an unserer Umfrage teilnehmen. Und wenn es Ihnen gefallen hat und Sie auch an weiteren Veranstaltungen und Inhalten interessiert sind, abonnieren Sie bitte noch unsere Newsletter, dann bleiben Sie immer verlässlich auf dem Laufenden. Und für diejenigen, die eine Teilnahmebestätigung zum heutigen Webtalk benötigen, die können Sie ab morgen im Buchungscenter auf der Eveno-Plattform herunterladen. Und alle Links zu diesen Punkten, die ich gerade besprochen und aufgezählt habe, das finden Sie auch im Chat. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende des Web-Talks angelangt. Nochmal herzlichen Dank an Sie alle fürs Dabeisein und für Ihre Beteiligung im Chat oder mit den Wortmeldungen. Wir wünschen Ihnen noch einen wunderschönen, erholsamen Abend. Bis bald und auf Wiedersehen. Thank you.